Unsere Erfahrungen, die wir bei der Tiny House Planung gesammelt haben, gerade auch in Bezug auf die Versorgungssysteme, haben wir nochmals zusammengefasst in einem kleinen, naja, man könnte sagen Fragebogen, in einer kleinen Checkliste, Leitfaden, wie auch immer. Und wir hoffen, dass es auch euch bei der Versorgungsplanung hilft. In der vergangenen Woche ging es um Frisch- und Abwasser und heute geht es weiter mit dem Thema Wärme. Sicherlich ist unser Leitfaden oder unser Fragebogen nicht ganz vollständig. Er beruht auf eigener Erfahrung. Das heißt, wir haben ihn jetzt zusammengestellt. Wir würden euch auf jeden Fall empfehlen, euch mit euren Herstellern nochmal auseinanderzusetzen oder mit einem Profi oder anderen Tiny House Bewohnern. An dieser Stelle abonniert doch gerne unseren Kanal und aktiviert das Glöckchen, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Wir haben auch einen Spendenlink eingerichtet. Den findet ihr unten in der Infobox. Da könnt ihr unseren Kanal und unsere Arbeit hier unterstützen. Da würden wir uns sehr freuen. Jetzt hätten wir fast vergessen, uns vorzustellen. Wir sind Ilan und Anja, bauen uns selbst ein Tiny House auf Rädern. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit unserer ersten wichtigen Frage. Was ich überhaupt mit dem Tiny House anstrebe. Möchte ich ein stationäres Tiny House? Soll das mobil sein? Möchte ich das regelmäßig bewegen? Ich glaube, das ist so die Basis von allem. Genau. Immer die gleiche Frage, ja. Weil das auch Hand in Hand geht mit dem Thema Autarkie. Also wie möchte ich mich versorgen? Möchte ich unabhängig sein vom Versorgungsnetz oder habe ich einen Festanschluss? Möchte ich das Ganze kombinieren, also ein Autarkiesystem mit Festanschluss? Oder möchte ich eben komplett unabhängig sein? Die Frage ist jetzt natürlich, wie kann ich die Wärme erzeugen? Mache ich das beispielsweise über Strom? Möchte ich das unabhängig tun, also beispielsweise über eine Photovoltaikanlage, die ich auf dem Dach installiere? Möchte ich alternativ vielleicht mit Gas für Wärme sorgen? Auch da bin ich ja relativ unabhängig, weil man fast überall Gasflaschen beziehen kann. Oder Holz hatten wir noch, ne? Klar, auch da ist man unabhängig. Holz kriegt man eigentlich überall her. Es gibt auch vereinzelt Leute, die noch mit Diesel für Wärme sorgen. Das haben wir jetzt allerdings nicht mehr so vertieft, weil es, glaube ich, eher nischiger ist. Bevor wir uns den Heizsystem gewidmet haben, haben wir erstmal den Wärmebedarf ermittelt. Das fand mir ganz wichtig, weil es natürlich einen ganz großen Einfluss auch nimmt auf die spätere Entscheidung. Für den Wärmebedarf ist der Wärmedurchgangskoeffizient sehr wichtig, also der U-Wert. Der besagt nämlich, wie viel Wärme mein Haus tatsächlich speichern kann. Da gibt es eine ganz tolle Seite, die wir euch unten auch verlinken werden in der Infobox. Die heißt Ubacus, meine ich. Und da könnt ihr dann auch die einzelnen Bestandteile eurer Fassade mit auflisten bzw. eintragen. Also die einzelnen Baumaterialien, auch den Dämmstoff und mit den verschiedenen Stärken. Das ist natürlich auch wichtig. Dann bekommt ihr einen U-Wert. Und mit diesem U-Wert könnt ihr euch dann auf die weitere Seite begeben, die wir euch ebenfalls unten in die Infobox packen. Das heißt, diese Hilfsseiten, ihr müsst nicht mal rechnen. Also da sind schon ganz tolle Seiten im Internet zu finden. Es reicht ja auch ein Wert, also es reicht ja auch eine Orientierung. Ne? Das muss ja auch nicht ganz genau sein. Genau, also dann für den tatsächlichen Wärmebedarf gibt es eine weitere Seite, die wir euch auch unten verlinken werden in der Infobox. Die heißt Wärmebedarfsrechner, ja, haut hin, genau. Und da braucht ihr nämlich diesen besagten U-Wert, ne? Na, da gibt man nicht den U-Wert ein, aber man braucht ungefähr einen Jahrgang, dem der U-Wert der klassischen Bauten zu dieser Zeit eben entspricht. Genau. Und in unserem Fall war oder entspricht unser U-Wert einem 70er-Jahre-Bau. So als Beispiel kann man eingeben, ob das Haus dann noch freistehend ist, wie viel Prozent Fensterflächen man hat. Die doppelt verglast sind oder einfach verglast oder dreifach verglast. Ob das Haus freistehend ist. Welche Temperatur möchte ich im Innenraum? 22 Grad. Ja. Wie kalt wird es denn tatsächlich im Außenbereich? Minus 10 oder bis minus 20 und so weiter. Also wenn ich diese Fragen alle beantwortet habe, dann bekomme ich eben den Wärmebedarf. Und bei uns war das für unsere Raumgröße, wir haben mit 20 Quadratmeter mit bisschen aufgerundet. Genau, ein bisschen aufgerundet. Also wir haben eigentlich eine Größe von 18 Quadratmetern. Und da haben wir 2000 Watt ermittelt. Genau, das heißt, wir kommen im Schnitt dann auf 100 Watt pro Quadratmeter. Das haben wir dann wiederum in unserem Grundriss, also auch hier hilft es schon, den Grundriss auch vorliegen zu haben, geschaut, wie groß sind denn die Räume, wie ist denn der Wärmebedarf pro Raum. Wenn man jetzt nur einen großen Wohnraum hat, dann erübrigt sich das. Aber es ist schon ganz cool, das mal rauszufinden, weil mit diesem Wert auch später die Suche leichter fällt, nach dem passenden Heizsystem zu gucken und abzuwägen, ist es jetzt über- oder unterdimensioniert, können wir den Bedarf decken. Und jetzt fängt die große Suche an.
Jetzt kann man sich nämlich Wochen oder Monate damit beschäftigen und schauen, welche Systeme kommen überhaupt in Frage, wie kann ich denn für Wärme sorgen, nicht nur für Warmwasser, sondern wie kann ich auch meinen Raum beheizen. Und da kann man ganz grob, glaube ich, zwischen Haustechnik und Campingtechnik unterscheiden. Wir haben das jetzt erstmal so gemacht, weil es leichter ist. Ja. Genau, viele Tiny Häuser nutzen tatsächlich auch Haustechnik, mit der haben wir uns auch lange befasst. Dadurch, dass wir uns allerdings für Campingtechnik entschieden haben, möchten wir euch das nicht vorenthalten. Da gibt es ja die zwei großen klassischen Anbieter von Truma oder Alde. Mhm. Wir haben uns für ein Kombi-Alde-System entschieden mit einer wasserführenden Heizung. Auch kombiniert mit einem separaten Fußbodenheizungswärmekreis. Während die Truma wiederum eine Luftheizung ist. Ne? Genau. Ja. Also auch da gibt es Kombisysteme, die sich mit Gas als auch mit Strom steuern lassen. Wir wollen das nicht vertiefen. Wir haben entsprechend auch, ob zur wasserführenden oder zur Luftheizung, ein separates Video gemacht. Das verlinken wir euch, nur das als Option, denn weiter geht es natürlich mit den Möglichkeiten auch der klassischen Haustechnik. Ja, nämlich eine Gastherme, einen Holzofen, einen Pelletofen, einen Holzpelletofen, der beides kann. Nehme ich einen Gaskamin, nehme ich eine Luftheizung, also eine Klimaanlage. Stimmt, es gibt so ein Kombigerät, Klimaheizung. Genau, eine Klimaheizung. Mhm. Übrigens, die Luftheizung kann über Gas, Strom oder Diesel laufen. Mhm. Also da habe ich auch viele Möglichkeiten. Dann auch Klimaheizungen laufen nicht nur über Strom, die meisten, aber es gibt wohl auch welche, die über Gas laufen können. Ganz beliebt ist auch eine Infrarotheizung mit Strahlungswärme, also eine klassische Heizung, die über Strom auch läuft. Das ist ganz schön oder wird gerne verwendet in Tiny Häusern, die als Hauptheizquelle einen Holzofen beispielsweise nehmen und dann für die Sommerjahreszeiten oder so, wo ich den Ofen nicht anschmeiße, oder fürs Badezimmer dann noch eine separate Infrarotheizung nehme. Ja. Die wird ganz schnell in eine Steckdose eingesteckt und unauffällig an der Wand angebracht. Ja, die nimmt nicht viel Platz weg. Also das ist wirklich eine gängige Variante, die gerne verwendet wird. Ja. Dann haben wir noch die Heizstrahler, die sind oft aber eher ergänzend. Ne? Ja, die werden selten als Hauptheizmittel eingesetzt. Und laufen über Strom oder über Gas, das kann man dann eben entscheiden oder sich aussuchen. Und dann haben wir noch die Fußbodenheizung. Genau. Die kann entweder über Strom laufen oder wassergeführt sein, wie in unserem Fall. Was haben wir noch? Ich glaube, das sind so die gängigsten. Ne? Also es gibt mit Sicherheit noch viele, viele mehr. Ja. Aber das waren zumindest die, mit denen wir uns detaillierter befasst hatten. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, weil jeder Bedarf ist individuell auch abhängig davon, ob ich jetzt zum Beispiel Allergiker bin oder nicht. Ist dann eine Luftheizung mehr oder weniger geeignet? Kann oder will ich das Thema Warmwasser mit dem Thema Heizung verbinden? Also beispielsweise über eine Kombitherme, Gaskombitherme oder über einen Holzofen. Das fand ich auch ganz cool. Einen wassergeführten Holzofen, der auch gleichzeitig das nicht nur den Raum erhitzt, sondern auch das warme Wasser produziert. Wenn man es nicht kombiniert, dann hat man beispielsweise wieder den Holzofen als Hauptheizquelle für den Raum und dann an den Endverbrauchern der Waschbecken oder an der Dusche kleine Durchlauferhitzer, die entweder über Strom oder Gas auch dann angesteuert werden können. Ja. Ich glaube, die kleinen sind sogar primär dann über Strom. Ja, ich glaube schon über Strom. Gerade schon mal kurz angesprochen, allerdings auch sehr, sehr wichtig, wie wir finden. Gibt es die Möglichkeit oder ist es für mich eine Option, zwei Heizformen miteinander zu kombinieren? Mhm. Beispielsweise habe ich wieder den Holzofen, den ich im Winter super verwenden kann. Im Sommer möchte ich ihn aber vielleicht nicht immer gleich volle Möhre anschmeißen und nutze dann zum Beispiel in den Sommermonaten eine andere Heizmöglichkeit wie eine Infrarotheizung oder ähnliches. Ja. Jetzt aber nochmal einen Schritt zurück. Wenn ich jetzt also das passende System gefunden habe oder ich meine es gefunden zu haben, passt es denn auch zu meinem Wärmebedarf? Klassisches Beispiel, der Holzofen, der wassergeführte. Wir wollten damals einen. Ich glaube, der produziert 6.000 oder 8.000 Watt. Wir brauchen aber nur zwei. Wir sind sehr leistungsstark. Dann braucht er einen sehr, sehr großen Pufferspeicher, um das aufbereitete Wasser, also das erwärmte Wasser, zu speichern. Die brauchen das, weil die heizen auch ordentlich. Jetzt ist die Frage, ist das nicht überdimensioniert für uns? Die Alternative wäre gewesen, vielleicht einen ganz normalen Kleinofen zu nehmen, weil wir ja eben mobil bleiben wollten. Ne? Wir bauen ja nur bis 3,5 Tonnen. Wenn man jetzt unbedingt einen Ofen in der entsprechenden Größe haben möchte, wäre noch eine Alternative, vielleicht mal über einen Pelletofen nachzudenken. Mhm. Weil den kann man zumindest auch nochmal ein- und ausschalten jederzeit. Der ist sogar zum Teil, die modernen Pelletöfen sind zum Teil sogar über eine App bedienbar. Ja. Oder halb. Also, gibt es ja auch.
Ne, dass ich dann, wenn ich unterwegs bin, dass ich dann den Pelletofen nutzen kann, weil ich das, die Temperatur ja auch programmieren kann. Ja. Und wenn ich da bin, kann ich auch ganz klassisch über Holzscheite wieder steuern. Die haben einfach nicht den gleichen Energieüberschuss, so wurde uns das jedenfalls erklärt. Das heißt, dass sie einfach viel zu viel produzieren, sondern dass sie relativ schnell oder besser zu regeln sind. Aber auch dazu kommt dann natürlich wieder der Faktor, habe ich überhaupt das Gewicht zur Verfügung? Ist es egal oder muss ich auf das Gewicht achten, weil ich, so wie wir, sehr mobil sein möchte oder bis 3,5 Tonnen bauen möchte? Also man sieht schon, wenn man mit dem Heizbedarf in den Ring geht oder mit dem Wärmebedarf, den man eigentlich hat, dann hat man schon eine ziemlich knappe Auswahl, wenn man auch bedenkt, möchte ich mobil sein? Mhm. Ne? Also wenn man diese Fragen sich schon beantwortet hat zu Beginn, dann fällt die Auswahl gar nicht mehr so groß aus. Weiter geht es mit dem Grundriss oder dem Einzeichnen im Grundriss. Ja. Ganz, ganz wichtig, weil in dieser Phase hat sich bei uns vieles wieder verändert. Bei uns fing ja alles mit dem Holzofen an und mit dem Grundriss und der Überlegung und Auseinandersetzung haben wir uns dann am Ende doch von dem Holzofen verabschiedet. Das heißt, am besten ist jetzt wirklich im Grundrissplan einzuzeichnen, wo beispielsweise die Heizzentrale sitzt, wenn ich denn eine habe. In unserem Fall ist sie ja im Badezimmer, in unserem Waschmaschinenschrank. Mhm. Und das eignet sich auch super, wenn ich als Hauptzentrale eigentlich meinen Kamin habe, meinen Holzofen. Ja. Dann wird der klassischerweise wahrscheinlich irgendwo im Wohnzimmer eingezeichnet. Also das wäre jetzt erstmal total wichtig, dass man schaut, wo kommt es hin und wie viel Platz würde das Gerät einnehmen. Und verändert das vielleicht meine Einrichtung oder meine Planung, wo beispielsweise das Sofa oder ein anderes Möbel hinkommt. Alternativ, wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Ofen habe, sondern mit einer Luftheizung arbeiten möchte, dann ist es natürlich auch wichtig, bevor das Haus gebaut wird, zu wissen, wo sollen die Leitungen entlang laufen und wo werden dann diese Düsen positioniert, dass die Luft dann auch in den Raum austreten kann oder wie in unserem Fall. Wir haben eine wassergeführte Heizung. Wo kommen die Konvektoren hin? Wie viele Konvektoren kommen pro Raum oder werden pro Raum positioniert? Ja. Und in unserem Fall auch ganz wichtig, wir haben nämlich ein Einrohrsystem. Ja. Und da ist es besonders wichtig zu gucken, wie ist der Wärmebedarf pro Raum und wo fange ich an, den ersten Konvektor zu positionieren, weil wir keinen klassischen Zulauf und Rücklauf haben, sondern in einem Rohr alles der Reihe nach fließt. Das heißt, da, wo der erste Konvektor sitzt, wird es am Ende auch am wärmsten. Ja. Also das ist ein richtig wichtiges Thema. Ganz wichtig auch in Kombination mit der Fußbodenheizung ist, dass man das Ganze trennt voneinander. Dass man die Fußbodenheizung separat hält von dem wassergeführten System. Von den Konvektoren. Von den Konvektoren, genau. Einfach aus dem Grund, dass die Fußbodenheizung wahrscheinlich sonst gar nicht erst anspringt, wenn ich erst die Konvektoren bediene und dann die Fußbodenheizung. Warum haben wir uns für eine Fußbodenheizung entschieden? Weil wir dachten, wir setzen da an, wo die Kälte am ehesten durchkommt. Und wir hatten das Gefühl, das ist der Fußboden. Klar, Wasser bringt auch immer ein bisschen Gewicht mit sich. So viel ist es am Ende gar nicht, aber es ist natürlich ein Argument, wenn man jetzt nicht so wie wir ein geschlossenes System von Alde wählt, sondern vielleicht ein anderes Heizsystem und möchte zusätzlich dann vielleicht auch eine elektrische Fußbodenheizung, ist das natürlich vom Gewicht und vom Aufbau nochmal was anderes. Mhm. Aber es zählt halt Strom und dann ist die Frage, produziere ich genug, bin ich am Festanschluss, produziere ich selbst über eine Photovoltaikanlage. Alles Aspekte, die man immer wieder aufs Neue überdenken kann. So, wenn man jetzt der Meinung ist, dass alles passt, ich habe mich für ein System entschieden, es deckt meinen Bedarf, es ist nicht übermäßig zu viel oder zu wenig, ich habe es in den Grundriss eingezeichnet, dann wird es nochmal Zeit, alles zu überprüfen und zu schauen, gibt es Faktoren, die ich vielleicht nicht bedacht habe oder die verhindern könnten, dass ich mein System so einbauen kann, wie ich das geplant habe. Habe ich die Pläne beispielsweise mit meinem Installateur einmal besprochen? Das fanden wir ganz sinnvoll. Wir hatten damals auch Kontakt zu unserem Heizsystemhersteller und haben das alles nochmal mit ihm überprüft, dass wir uns nicht verrechnet haben oder keinen Fehler gemacht haben. Ihm die Grundrisse geschickt. Genau. Ja. Wie ist das mit den Möbeln? Passt das alles noch so mit dem Grundriss, wie man das geplant oder gedacht hatte? Hat man vielleicht auch bedacht, das Thema, jetzt sind wir wieder beim Holzofen, aber hat man auch bedacht, dass auf Campingplätzen ein Holzofen gegebenenfalls nicht erlaubt ist, wenn oder man meistens, also eher meistens nicht, wenn man also eher mobil ausgelegt ist oder ab und zu mal reisen möchte und vielleicht mal keinen Platz bekommt so schnell, dass man dann doch auf einem Campingplatz stehen muss, wenn man einen Holzofen, einen wassergeführten hat, das im Sommer, ja, wie sorge ich dafür warm Wasser, wenn ich ja eigentlich den Ofen gar nicht brauche im Sommer?
Solche Themen, einfach das einmal zu bedenken, dass man für alles auch eine gewisse Alternative hat und sich aufbaut. Und vielleicht auch zweigleisig fahren in den Heizsystemen, jede Jahreszeit mal durchspielen und überlegen, wie ist es denn, wenn? Natürlich muss es auch zu den eigenen Grundprinzipien passen. Mhm. Oder wenn man sagt, ich will eh nur stehen und ich finde einen Holzofen, was wir sehr gut verstehen können, einfach am schönsten. Dann würde ich immer die Anschaffungskosten gegenüberstellen mit den laufenden Kosten. Oh ja. Mhm. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also ihr merkt, auch hier kann man sich wieder verlieren oder auch im Kreis drehen. Das ist ganz normal. Das hat bei uns auch Wochen und Monate gedauert. Ja. Und selbst heute verlieren wir uns offensichtlich immer wieder im Detail. So viel aber schon mal zu den Rückfragen oder zu der Selbstüberprüfung und dem zusätzlichen Austausch mit Profis oder den Leuten, die am Ende dieses Thema auch einbauen sollen oder zumindest absegnen, wenn man es selbst macht. Es gibt sicherlich noch viele Faktoren, die man berücksichtigen kann. Demnach, wenn euch noch etwas einfällt, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren, damit wir uns auch immer noch austauschen können. Wenn euch dieses Video geholfen hat oder gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Daumen. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem Thema Strom. Und wenn wir jetzt nichts weiteres haben, wünschen wir euch einen frohen dritten Advent. Ah ja, genau. Und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss. Tschüss.